Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir mal wieder einen Killerjungen eingeladen und der macht aber ganz was Besonderes. Das ist der einzige Kapitän, gibt noch mehrere Kapitäne in Kiel oder aus Kiel, aber kein Kapitän, der auf der AIDA ist. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich habe ihn mir geschnappt, weil er gerade an Land ist und der muss jetzt übermorgen, geht er wieder auf große Fahrt und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, mal über ihn und seine Tätigkeiten zu schnacken, da freue ich mich drauf. Erstmal möchte ich Ihnen vorstellen, Moritz Pankau. Moritz, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Gerd. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Gerne geschehen. So, wie gesagt, ich sagte ja schon gerade, ich habe dich gerade noch schön geschnappt. Wann geht es denn wieder los? Genau, es geht für mich in 2 Tagen wieder los. In dem Fall jetzt nach Gran Canaria und nach Las Palmas de Gran Canaria, um genau zu sein. Und da steige ich dann wieder auf das Schiff, auf dem ich jetzt schon längere Zeit bin. Das ist die AIDA Sol. Ja, die haben wir hier auch, hast du, glaube ich, mitgebracht. Ne? Genau, ich habe ein Schwesterschiff dabei, baugleich die AIDA Ma. Kennt man vielleicht, ist ja aktuell häufiger in der Presse, war ja gerade auf Weltreise. Ja. Und das ist ein baugleiches Schiff. Genau, kann ich gerne mal zeigen. Soll ich es gleich mal? Ja, gerne. Ja. Ja. Genau, das habe ich hier mal bekommen, dieses Modell hier. Als Abschiedsgeschenk, als ich die AIDA Mar verlassen habe, denn dort war ich viele Jahre selber auch als Staffkapitän, 4 Jahre lang. Ja. Und als ich dort dann gewechselt habe auf ein anderes Schiff, da hat man mir dieses Modell geschenkt. Und genau, das ist also die AIDA Mar, aber die AIDA Sol, auf der ich dann übermorgen bzw. am Sonntag dann aufsteige, die ist baugleich. Das sind Schiffe der sogenannten Swings-Klasse. Ja. Davon gibt es bei AIDA 7 Stück aktuell. Und ja, das ist die etwas neuere Version. Die ersten 3 Schiffe, die Bella, die Diva und die Luna, die sehen zwar im ersten Moment gleich aus von den Ausmaßen, Gesamtlänge, Breite, aber es fehlt hier vorne dann ein Deck bei den etwas älteren Schiffen. Und hier bei der Sol und der Mar, da ist das eben eingezogen worden. Sind die etwas überarbeiteten Versionen. Ah, wie lang ist die? 253 Meter, also nochmal 30 Meter länger als die Color Line. Die kennt jeder Kieler, denke ich, und jede Kielerin. Also, wie viele Decks? 14 bzw. 15, je nachdem, auf welcher Swingsklasse man sich befindet. Und ja, genau, also Breite 37 Meter, Tiefgang um und bei 7,30 Meter, je nachdem, wie viel Treibstoff man dabei hat. Ja. Wie viele Gäste? Die wie viele Gäste natürlich gehen drauf? 2686. Ah, das geht ja noch. Maximal. Ne? Ja. Genau, das geht noch. Dazu kommt natürlich noch die Besatzung. Ja, maximal dann mit 611 Personen. Ja. Also da kommt man, wenn man voll besetzt fährt, so auf, sagen wir mal, 3300 Personen, Seelen an Bord, wie wenn man das da ja sagt. Ist. Und dann, genau, wenn sie ausgebucht ist und die Besatzung voll da ist. Okay. Genau. Wir haben noch ein zweites Modell. Wenn wir schon mal bei den Schiffen sind, dann sollen wir das auch gleich nehmen, würde ich sagen. Genau, das zeige ich mal direkt hinterher. Ja, gerne. Und ich denke, wenn man sie auch nebeneinander hält, das ist nämlich derselbe Maßstab. Dann ich halte die mal, ich halte sie gleich mal nebeneinander. Das hier ist ein deutlich größeres Schiff, um genau zu sein, das größte Schiff, nicht nur das größte Schiff in der AIDA-Flotte, sondern auch das größte Schiff in der Carnival Corporation, zu der AIDA am Ende des Tages ja gehört. Ja. Das ist die AIDA Cosma. Ja. Und die AIDA Cosma ist ein Schwesterschiff der AIDA Nova, die man eventuell als Kieler auch kennt, denn die Nova ist ja letztes Jahr schon hier in Kiel gefahren, soll auch dieses Jahr wieder hier ab Kiel Kreuzfahrten machen. Und die AIDA Cosma ist dann wiederum noch ein kleines Stück größer, nicht wahnsinnig viel größer, aber auch hier ist vorne ein Deck mehr eingezogen worden. Und das ist ja sozusagen unser Flaggschiff aktuell der AIDA-Flotte. Und wie lang ist die? 337 Meter. Ui, und da reden wir dann auch nicht mehr von 611 Besatzungsmitgliedern, sondern bis zu 1500. Und Gäste gehen drauf bis 6600. Also da wird es schon etwas voller. Man merkt es aber gar nicht so sehr. Ich kann das so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, denn auch zu AIDA Cosma habe ich insofern eine Beziehung, als dass ich der Staffkapitän damals war. Zum Flaggenwechsel und auch bei der Taufe war ich mit an Bord. Als zweiter Staffkapitän in Hamburg war das am 9. April. Letzten Jahres. Und mit der AIDA Cosma bin ich auch in Kiel gewesen. Also insofern, das also ja, ein auch für mich ein ganz besonderes Schiff, wenngleich ich da jetzt auch längere Zeit nicht mehr drauf war. Ah, genau. Wunderbar. Ja. Und das ist natürlich eine Riesenkiste, ne? Genau, das ist eine Riesenkiste, wenn man die beiden mal so nebeneinander sieht. Ja, das ist also so, vom Maßstab her passt das schon. Ich weiß nicht, wie ich es am besten Maßstab mal halte. Also Maßstab getreu, ne? Genau, Maßstab getreu. Also da sieht man, also das sind schon Unterschiede, wenn man das da nebeneinander liegt. Das ist fast die Hälfte dazu, ne? Ja, richtig, da ist also ordentlich nochmal was los. Genau. Ja. Prima, wunderbar. So, jetzt waren wir bei den Schiffen, jetzt kommen wir wieder zu dir. Genau. 9.4.83, in Kiel geboren.
Genau. In welchem Stadtteil? Uniklinik Kiel. Ja. Meine Eltern haben damals allerdings nicht ganz in Kiel, nicht in Downtown Kiel gewohnt, sondern in Altenholzstift. Ja, schön. Also für mich ging es dann, so habe ich mir das erzählen lassen, erinnern kann ich mich nicht mehr, aber für mich ging es dann von der Uniklinik erstmal nach Altenholzstift. Ja. Und meine Kindheit habe ich dann aber verbracht, also den Großteil meiner Kindheit in der Region oder im Stadtbezirk Blücherplatz. Wir haben in der Wilhelmshavener Straße gewohnt, ja. Zwischen Adolfplatz und Blücherplatz. Ja. Und ja, da habe ich in den Hinterhöfen gespielt und ja, dort bin ich im Prinzip aufgewachsen und dort habe ich so die ersten Erinnerungen hin, also die Zeit in Altenholzstift, auch wenn ich da im Kindergarten zum Beispiel war, aber das sind Zeiten, an die ich mich selber nicht mehr erinnern kann. Das glaube ich gerne. Genau. Kommen wir jetzt mal zur Schule, Grundschule in Kiel, dann auf dem Hof. Genau, fußläufig von der Wilhelmshavener Straße an der Reventlow-Schule. Ja. Ist ja sicherlich auch viel in einem Begriff. Kurz hinterm Adolfplatz bin ich da also jeden Morgen dann hingetigert mit dem Schulranzen und Freunden, die da alle aus diesem Stadtteil dort hingegangen sind zur Schule. Und ja, da das war meine Grundschulzeit, alle die ganzen 4 Jahre. Dann ging es sicherlich weiter, ne? Dann ging es noch ein Stück weiter, genau. auch dann weiterhin fußläufig, Gott sei Dank. Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass ich also nie in der Situation war, Bus fahren zu müssen oder sowas. Also auch fußläufig auf die Kieler Gelehrtenschule. Ja. Ist ja dann auch mehr oder weniger um die Ecke gewesen. Eben. Und ja, genau, dort ging es dann auf dem Gymnasium entsprechend weiter. Und meine Eltern haben sich dann da entschieden, mich auf diese Schule zu schicken. Da gab es damals die Hebbel-Schule, die Kieler Gelehrtenschule. Das waren ja so die beiden Schulen, die in der Reichweite waren. Und da gehörte ich dann eben zu denjenigen, die in die Richtung gegangen sind. Gelehrtenschule, aber du hast ja noch mal gewechselt, ne? Genau, ich habe noch mal gewechselt. Und zwar nicht nur die Schule, sondern auch die Stadt. Das hing damit zusammen, dass mein Vater beruflich sich verändert hat. Mhm. Mein Vater selber ist Mediziner, ist Kinderarzt, mittlerweile pensioniert. Ja. Hat dann gearbeitet in Hildesheim, hat dort eine Anstellung bekommen, in einem der städtischen Krankenhäuser dort, in leitender Funktion. Deswegen ist meine Familie, meine Eltern mit mir, wir sind umgezogen nach Hildesheim 1997. Und dort bin ich dann gegangen aufs bischöfliche Gymnasium Josephinum. Oh. Ja, ja, genau. Also das passte insofern ganz gut, als dass das auch ein altsprachliches Gymnasium war, so wie die Kindergelehrtenschule ja auch. Und so habe ich mich dann auch da weiterhin durch den Lateinunterricht kämpfen müssen. Ja, genau. Richtig. Es gab dann Austausch. Ja. Erzähl mal darüber, was war das und wie ist es entstanden? Ja, das war so die Zeit, oder ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so attraktiv ist und ob das immer noch wahnsinnig viele Schüler machen. Ich glaube, ja, kann ich mir gut vorstellen. Damals jedenfalls war es so, zu der Zeit, als ich 16 war oder 15, 16 war, da ging es immer um Austausch, ja, im Ausland, USA waren da sicherlich der Favorit. Und genau das habe ich dann eben auch gemacht, dieses eine Jahr als 15-Jähriger beziehungsweise dann 16-Jähriger in den USA. In Hampton, Virginia war ich. Ja. Und ja, habe dort die 11. Klasse besucht, das Junior High School Year dort verbracht und gemacht und bin auf dem Wege dann auch relativ zügig dem Lateinunterricht entkommen. Das war also eine Win-Win-Situation. Und insofern, ja, nee, war ein tolles Jahr, ein sehr prägendes Jahr und hat großen Spaß gemacht, ja. Und natürlich auch dein Englisch aufgefrischt, ne? Ja, sogar sehr. Also ich muss sagen, wäre das nicht gewesen, dieses Austauschjahr, dann wüsste ich nicht, wo ich mit dem Englischen gestanden hätte zum Schulende hin. Also das muss man schon sagen, dass mir das nicht nur im Englischunterricht, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen hat mir dieses eine Austauschjahr wirklich enorm viel gebracht. Ja. Dann bist du zurückgekommen und bist du wahrscheinlich dann wieder weiter auf die Schule gegangen, ne? Genau, oder aufs Gymnasium meine ich jetzt, ne? Genau, richtig. Ja. Weiterhin, ich bin zurückgekommen nach Hildesheim, habe dann dort das Glück gehabt, die Schule oder dieses eine Schuljahr nicht wiederholen zu müssen. Ja. Das war ja auch immer mal wieder Thema auf einigen anderen Schulen, wenn man das Austauschjahr macht. Dann muss man dieses 11. Schuljahr in Deutschland dann wiederholen. Da wurde mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, mich zu beweisen, zu sagen, wenn du es schaffst, dann schaffst du es. Ja, okay. Wenn nicht, dann nicht. Und ich habe es geschafft. Insofern habe ich mein Abitur damals nach der Regel Schulzeit nach 13 Jahren in Hildesheim gemacht. Ja. Und zufrieden? Genau. Ja, ich habe mich da im Mittelfeld eingeordnet und das war völlig in Ordnung. Ja. Genau. Cool. Mhm. Abitur abgeschlossen und zufrieden, wie gesagt. Und wo ging es dann hin? Dann ging es für mich zurück, beziehungsweise auch für meine Eltern, wiederum beruflich bedingt, zurück nach Kiel. Oh. Also auch meine Eltern wohnen seither, seit 2002 wieder in Kiel und ich selber auch. Und ja, für mich ging es dann weiter in dem normalen oder damals ja normalen Werdegang Zivildienst. Ich habe verweigert und habe meinen Zivildienst gemacht. Schön. Und zwar in Reisdorf am DRK Schul- und Therapiezentrum für epilepsiekranke Kinder. Ja. Das es ja auch nach wie vor immer noch gibt.
Und dort habe ich dann ein Jahr lang meinen Zivildienst gemacht, oder 10 Monate waren es, und habe dort als Pflegediensthelfer in der Kinderklinik dort gearbeitet. Ja, ich höre das immer wieder, dass Gäste Zivildienst gemacht haben und gesagt, gut, dass ich das gemacht habe, das hat sehr viel gebracht, da bin ich sehr eigenständig geworden. Habe dann auch gelernt, Pflichten zu erfüllen oder erfüllen zu müssen. Genau. Und da bin ich richtig erwachsen geworden. Ging dir das ähnlich? Ja, das ging mir ähnlich. Ja. Vor allem habe ich eben gemerkt, dass ich eine Stelle bekleidet habe, die auch wirklich gebraucht worden ist zu der Zeit. Also man konnte da auf den Zivildienstleistenden in dem Betrieb gar nicht verzichten. Ja. Ja. Man hat da wirklich doch eine ganze Menge Verantwortung übernehmen können und müssen. Während man dann häufig von anderen Freunden gehört hat, die eben nicht verweigert haben, die dann irgendwo Rasen gemäht haben vor irgendeinem Stützpunkt. Also, weiß nicht, ob das jetzt überall mal der Fall war, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass ich da eigentlich einen sehr wertvollen Dienst an der Gesellschaft tue. Ja. Und man war da auch sehr dankbar und hat großen Spaß gemacht. Ja. Höre ich immer wieder. Ja. So, jetzt war das auch erledigt, so Abitur auch, jetzt ist ja eigentlich ein Studium angesagt. War das bei dir auch so? Genau, richtig. Das war bei mir auch so. Allerdings hatte das erstmal noch nicht so viel zu tun mit der Seefahrt. Ja. Das war zunächst Elektro- und Informationstechnik an der Christian-Albrecht-Universität hier in Kiel. Mhm. War so ein bisschen der Orientierung geschuldet, als dass ich noch nicht so richtig wusste, in welche Richtung es gehen sollte. Ja. Und die Entscheidung dann, sich in Richtung Seefahrt zu entwickeln, die kam etwas später. Etwas also ich erst mal noch 2005 hast du dann aber doch eine Lehre begangen, ne? Genau, das war dann der Moment, als ich mich entschieden habe, so jetzt soll es die Seefahrt sein. Aha. Und in die Seefahrt zu starten, da gibt es verschiedene Wege. Gerade wenn man Abitur hat, sind einem da viele Wege offen. Man kann direkt studieren, wenn man das möchte. Das ist auch nach wie vor noch so. Ja. Der ursprüngliche oder sagen wir mal, der Weg ist von der Pike auf zu lernen. Das Handwerk ist aber der nach wie vor auch über die Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Und der Schiffsmechaniker ist im Prinzip die Zusammenlegung des Matrosen und des früheren Maschinisten, des Ölers. Ja. Und daraus ist entstanden dieser Beruf des Schiffsmechanikers, der ja eine Idee war, irgendwann mal in den 90er Jahren die Seefahrt attraktiver zu machen. Und den Beruf des Matrosen eben zusammenzulegen mit dem des Ölers. Und diese Ausbildung habe ich gemacht bei einer Hamburger Containerreederei, Klaus-Peter Offen. Ja. Gibt es auch nach wie vor noch großer Laden, Charterreederei. Und dort bin ich dann am 9.11. war es, glaube ich, am 9.11.2005 das erste Mal in Flieger in Richtung Hongkong geflogen und habe dort meine Lehre begonnen an Bord der Santa Carolina. Ach so, an Bord. Genau, richtig. Ist also eine Ausbildung, die an Bord stattfindet mit 3 Schulzeitblöcken an der Seemannsschule Travemünde. Ja. Gut, okay, das war aber wieder ein erneutes Studium. Das war jetzt Pflicht oder war das von dir eine eigene Entscheidung? Das war eine betriebliche Ausbildung, noch nicht das Studium. Das war die betriebliche Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Ach so. Das war meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Der Weg insgesamt der Ausbildung und dem darauffolgenden Studium ist dadurch etwas länger. Ja. Aber hat eben den Vorteil, dass ich eben aktuell nicht nur meine Patente habe als Nautiker, die man nach dem Studium bekommt, sondern ich habe eben auch noch einen Beruf vorher gelernt und das ist eben der Schiffsmechaniker. Also hat mir auch während meiner Studienzeit einiges gebracht, kann ich ja gleich noch mal was zu sagen. Ja, also man hat da also seine Ausbildung gemacht und ich habe also den Beruf des Schiffsmechanikers gelernt. War also auch in der Maschine tätig und an Deck zu der Zeit und Du warst dann also praktisch, wie das Studium zu Ende war, warst du Mechaniker, oder? Genau, Schiffsmechaniker. Ja, ich war nach der Ausbildung Schiffsmechaniker und dann hat man sich eben überlegt oder dann überlegt man sich, will man jetzt in den technischen Bereich, will man Ingenieur, Schiffsingenieur an Bord sein irgendwann mal, leitender Ingenieur, Chief, oder möchte man doch lieber hoch ans Tageslicht auf die Brücke und irgendwann eventuell mal Kapitän sein. Ja. Diese beiden Wege gibt es ja an Bord immer. Also den technischen Weg und die Ingenieure, die, wie wir sagen, die Kellerkinder und sie von aus dem Keller sagen, wir sind die nur aus dem Fenster gucken. Ja. Und ich habe mich dann für aus dem Fenster schauen entschieden und habe dann Nautik studiert im Nachgang, also nach dieser Ausbildung. Ah, ja. Und dann hast du dich ja praktisch schon für die Seefahrt entschieden, nicht? Genau. Und wie ist dann der Weg, wenn du dort fertig warst? Also praktisch ein technischer Beruf, mehr oder weniger. Jetzt zum Steuermann, das ist ja nur eine ganz andere Tätigkeit. War das eine zusätzliche Ausbildung oder was musstest du da machen? Genau, das ist das Studium, was mich dann dahin gebracht hat zum Steuermann. Ja. Im Deutschen heißt er Steuermann, landläufig nennt man ihn Offizier. Also. Der Steuermann an Bord ist erster, zweiter, dritter Steuermann, ist das, was viele erster, zweiter, dritter Offizier dann nennen oder so wie es jetzt auch, wie ich mich jetzt auch bezeichnen würde, also jetzt mittlerweile ja Kapitän, aber vorher habe ich auch von mir selber als erster, zweiter, dritter
Offizier gesprochen. Im Deutschen hat man früher traditionell Steuermann gesagt. Also man hat das Studium in Flensburg, habe ich das gemacht, beendet. Als nautischer Wachoffizier ist man dort an Bord gegangen, auf ein deutsches Schiff, dann wurde man Steuermann genannt. Wo ist man auf ein internationaleres Schiff gegangen, wurde man eher mal Offizier genannt. Aha. Aber es ist derselbe, also dieselbe Tätigkeit. Jetzt warst du ja schon ziemlich weit. So, jetzt kommt Erik irgendwann mal die AIDA ins Spiel. Nicht? Wie ergab sich das? Genau. Wie ergab sich das? Ja, ich bin also nach dem Studium, wie gesagt, in Flensburg an der Fachhochschule habe ich studiert Nautik und bin dann erstmal zurück zu meinem Betrieb in Hamburg, also zu Klaus-Peter Offen. Ja. Bin dort auch erstmal 2 Jahre ab 2011 als Offizier, / Steuermann gefahren, Steuermann, dritter Offizier. Ja. Und ein Freund von mir hatte sich ja schon vorher, ein Jahr bevor ich das dann endgültig getan habe, bei AIDA beworben, hatte ungefähr dieselbe Laufbahn wie ich absolviert bis dahin und der war so begeistert und hat mir so viel erzählt. Und ja, für mich war klar, dass ich also die Containerfahrt nicht bis zu meiner Rente machen wollte. Das war für mich an dem Punkt schon klar. Insofern habe ich es probiert, mich zu bewerben und das hat Gott sei Dank geklappt. Und dann durfte ich das erste Mal aufsteigen am 23. August 2013 auf der AIDA Bella in Stockholm. Und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Als Offizier? Als dritter Offizier, genau. Ich habe dann dort als dritter Offizier, dritter Steuermann, also bei AIDA sprechen wir von Offizieren. Okay. Und genau, und da hat es dann begonnen. Die und wie geht es dann weiter? Zum zweiten, zum ersten und dann? Genau, das ist dann. Das gibt es, geht es automatisch oder musst du auch noch irgendwelche Dinge erlernen dazu? Also dazu muss man erstmal erklären, dass wenn man vom Frachter kommt, so war das bei mir ja damals, ich bin ja von einem Frachtschiff gekommen, hatte also Erfahrung aus der Frachtfahrt und wenn man dann auf ein Kreuzfahrtschiff kommt, abgesehen davon, dass plötzlich alle in weißer Uniform rumlaufen, gibt es da wirklich jede Menge, die anders läuft als auf dem Frachtschiff und über vieles schüttelt man anfangs den Kopf und von vielem glaubt man, dass man es nie verstehen wird, weil es so kompliziert ist. Insofern muss man eine Menge lernen. Die Patente aber, die man mitbringt, also die Führerscheine, das sind im Prinzip dieselben wie in der Frachtfahrt. Ja. Es gibt bei AIDA und in der Kreuzfahrtbranche jede Menge firmeninterne Fortbildungen, die man besuchen muss, um sich dann firmenintern zu qualifizieren für weitere Positionen. Geht das an Bord oder geht das an Land? Beides. Also der Hauptteil findet an Land statt. Mhm. Die Carnival Corporation, also auch AIDA, betreibt ein großes Simulationszentrum bei Amsterdam in Almere. Dort bin ich zweimal im Jahr mindestens für Simulator-Trainings und das auch schon, seitdem ich im Prinzip dritter Offizier bin. Man besucht dort verschiedene Kurse und wird dort eben trainiert und geschult und das ist das große Trainingszentrum, wo eben alle Carnival Corporation Linien ihre Nautiker, aber auch Ingenieure hinschicken. Genau, dort gibt es große Simulatoren. Aha. Ja, und dann ging das los bei AIDA. Dritter Offizier. Wie lange waren da mehr so die Abschnitte? Weißt du das? Kriegst du noch zusammen? Ja, also anfangs ging es sehr zügig, muss man sagen. Also noch im ersten Einsatz bin ich zum zweiten Offizier befördert worden. Dann ging es auch Flottenschrittes. Auf Personalmangel oder war das? Nein, weil ich das so gut gemacht habe. Nein, aber also beides. Nein, es ist tatsächlich ein Stück weit auch Personalmangel. Das war eine Zeit, in der Nautica gebraucht wurden. Und da hatte man Glück, sicherlich. Ganz blöd angestellt hat man sich gleichzeitig auch nicht. Ja. Und man ist dann da, auch dadurch, dass man ja schon Erfahrung hatte aus der Frachtfahrt, dann sicherlich auch an einem oder zwei Kollegen vorbeigezogen, die ganz am Anfang standen eventuell. Mhm. Aber vieles, das ist schon richtig, vieles hat zu tun oder hatte eine Zeit lang zu tun mit Personalmangel, aber sicherlich auch mit dem nötigen Glück, das man braucht, auf dem richtigen Schiff zu sein, zur richtigen Zeit, wenn eben eine Position nicht besetzt ist. Das hat immer schon dazu gehört, das ist auch nicht nur in der Kreuzfahrt so. Dadurch, dass aber das Personalbecken natürlich ein deutlich größeres ist bei uns an Bord, ist, gehört eben ein Ticken mehr Glück manchmal dazu. Ja. Und 1, 2, 3, ihr seid immer oben im Bereich des Kapitäns oder seid ihr auch in anderen Bereichen? Also der nautische Offizier, dritter, zweiter, erster, danach kommen noch zwei Sicherheitsoffizierspositionen. Mhm. Das sind ja diejenigen, die, wenn das Schiff auf See ist, das Schiff in Anführungsstrichen fahren. Also wie man sich das so vorstellt. Also es ist eben nicht so, wie das sich einige vorstellen, dass der Kapitän da 24 Stunden auf der Brücke ist. Ja. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich, seitdem ich Staffkapitän bin, das ist jetzt mittlerweile ja auch schon 5 Jahre her, dass ich also stellvertretender Kapitän war vorher, bevor ich endgültig zum Kapitän geworden bin. Da ist man dann schon raus aus dem Wachdienst. Das heißt, man ist nicht mehr seine 8 Stunden auf der Brücke und fährt das Schiff, sondern man kommt nur noch in Anführungsstrichen zum Festmachen.
also für Hafenmanöver, zum ja. Losschmeißen, zum Losfahren ja. oder eben in Situationen, wo es erforderlich wird, schlechtes Wetter, enge Fahrgewässer, viel Verkehr, dann gehen wir eben in unserem Manning auf der Brücke hoch. Aber spätestens als Kapitän ist man dann im Prinzip nur noch, wenn man so möchte, in die Anleger und Ableger involviert und hat eben ein Auge drauf, dass der Brückenbetrieb dann eben im eigenen Sinne läuft. Aber übernehmen, also die Wachen übernehmen und das Schiff ja. fahren, nachts und tagsüber, wenn wir auf See sind, tun die Nautiker. Ach, dritter, zweiter, noch. Immer zwei. Und welche, aber du hast ja eine ganze Menge Arbeiten zu tun. Du bist so praktisch dann sehr viel in deinem Büro, nicht? Was genau. für Arbeiten hast du da zu verrichten? Einkauf und sowas? Fällt das alles in deinen Bereich? Oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Da haben ja. wir unseren eigenen Proviantmeister, Provision Master, bei uns mhm. ja alles Englisch bezeichnet an Bord. Und das ist auch gut so. Das ist natürlich eine Landabteilung von AIDA, die dafür sorgt, dass also Monate, teilweise Jahre im Voraus Bestellungen aufgegeben werden. Das ist also eine Arbeit, da braucht man echte Fachleute für. Ja. Das ist also anders als auf dem Frachter, wo der Kapitän tatsächlich selber noch die Proviantbestellung für die 25 Mann an Bord macht. Ja. Das geht absolut nicht mehr. Ja. Das ist natürlich ein hochprofessioneller Betrieb an ja. Bord an einem Kreuzfahrtschiff und logistische Meisterleistung. Da staune auch ich regelmäßig immer noch, ja. Wenn es heißt, wir kriegen 17 Container Proviant für die nächsten zwei Wochen und die haben wir schon vor, was weiß ich, sechs Monaten bestellt und der Chefkoch weiß genau, was in welchem Container ist. Also auch selbst ich staune da immer noch, ja. wie das alles so organisiert ist. Aber damit hat man als Kapitän nichts mehr zu tun. Es fällt viel in die, also spätestens als Kapitän, dann viel repräsentative Aufgaben. Man muss sagen, dass das Tagesgeschäft, also die Büroarbeit, ein Stück weit weniger wird, den sicherlich sagen wir mal, intensivsten Bürojob hat der Staffkapitän. Ja. Also den hatte ich vier Jahre lang als Staffkapitän. Denn da ist man disziplinarischer Vorgesetzter von drei Departments an Bord. Man ist verantwortlich für die Instandhaltung des Schiffes und man ist ja natürlich auch noch gleichzeitig stellvertretender Kapitän. Das heißt also, die Büroarbeit als Staffkapitän ist sicherlich ein Stück weit umfangreicher noch als Kapitän. Ja. Dafür gehören eben andere Aufgaben dazu, die ja, man mögen muss. Das heißt, natürlich ist es der Gästekontakt, natürlich ist es die repräsentative Aufgabe, mhm. sich mal vor eine Kamera stellen, mal auf die Bühne gehen. Ja. Man ist natürlich auch der, der schlechte Nachrichten überbringen muss. Ja. Und am Ende des Tages ist man natürlich der, der die Gesamtverantwortung trägt. Und, aber das ist der Staff jetzt? Was, der Kapitän. Jetzt? Nein, das ist der Kapitän. Ach, der Staffkapitän ja. hat, wie gesagt, der hat eigentlich einen klassischen Bürojob, macht viel vom Schreibtisch aus. Mhm. Gleichzeitig, wie gesagt, ist er auch noch verantwortlich, personalverantwortlich für drei Departments, ist Ansprechpartner für ja. vielerlei Probleme an Bord und macht vieles, was ein Kapitän dann vielleicht gar nicht machen möchte. Also insofern, der Staffkapitän ja. hat da schon gut was zu tun. Wie gesagt, diese echte Büroarbeitslast, ja. die fällt ein Stück weit ab, wenn man Kapitän wird, das muss man schon sagen. Ach so, okay. Und man tauscht das ein gegen Verantwortung, die man übernimmt und eben gegen diesen repräsentativen Teil. Mhm. Das genau. ist eine schöne Aufgabe, ne? Ja, ich finde es sehr schön. Ja. Es gibt allerdings auch Kollegen, muss man auch sagen, die genau das nicht wollen. Gibt es auch. Muss jeder für sich wissen. Ich selber finde das sehr schön. Mir macht sehr viel Spaß. Ja. Und genau, bin sehr froh, dass ich in diese Position gekommen bin. Ja. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Vom Dritten bis zum Kapitän. War das die längste Zeit? Genau, also Dritter, da habe ich ja angefangen, wie gesagt, im August 2013 ja. als dritter Offizier. Dann ging es, sagte ich ja, relativ zügig bis zum Ersten. Mhm. Da wurde dann so eine kleine Bremse eingebaut. Dann war man noch Sicherheitsoffizier für Brandabwehr, dann Sicherheitsoffizier für Rettungsmittel. Und dann ist man, ich glaube, 2018 bin ich Staffkapitän geworden. Auf der AIDA Mar, dieses Schiffsmodell, was wir gerade ja. gesehen haben. Genau. Okay. Und 2018 war das, genau. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr, seit 2022, seit dem 15.05. bin ich Kapitän bei AIDA. Ach so, noch nicht so lange, ne? Noch nicht so lange, ne. Na gut, aber genau. Das wirst du schön ausleben, ne? Ja, das hoffe ich, genau. Genau. Ein paar Jahre habe ich noch. Ja. Habt ihr denn auch Probleme, Personalprobleme? Ja, also die Corona-Zeit, die Pandemie-Zeit war natürlich eine, die unsere Branche ja sehr gebeutelt hat. Das ja. weiß jeder, ist kein Geheimnis, kann man auch so sagen und hat uns alle sehr geprägt. Wir sind aber aktuell toi 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 auf einem sehr guten Wege. Wir haben in verschiedenen Bereichen aktuell noch ein paar Personalprobleme. Das heißt, wir suchen händeringend Mitarbeiter. Wer also Lust hat, mal die Kreuzfahrt kennenzulernen, ist dabei AIDA aktuell goldrichtig. Wir nehmen also aus ganz verschiedenen Bereichen Personal, die wir an Bord auch brauchen.
nicht nur klassische Hotelarbeit, sondern zum Beispiel Tontechniker, zum Beispiel TV-Mitarbeiter, der eigene TV-Studio an Bord. Aber natürlich auch alles, was irgendwo in der Kindererziehung mal tätig war, in unseren Kids-Clubs. All solche Mitarbeiter suchen wir. Und aus dem nautisch-technischen Bereich kann ich sagen, dass im Moment ein Bedarf an technischem Personal da ist. Und so hangeln wir uns da durch die Zeit. Aber insgesamt alle Schiffe fahren und das ist das Wichtigste. Ja, für junge Leute ist das auch interessant, ne? Könnte mir jedenfalls vorstellen. Ja, die Bezahlung ist natürlich nicht riesig. Dann sagt man immer wieder, wir fahren ja mit ihnen um die Welt, haben sehr viel zu sehen. Ja. Sie kriegen viel zu sehen. Wird das irgendwie mit, glaube ich, berechnet, ne? Oder? Naja, also bei den Künstlern ist es jedenfalls so. Ja, also ich sag mal, also wenn es heißt, die Bezahlung ist nicht so, also ich finde sie eigentlich dann für jemanden, der zum Beispiel, wir haben ganz häufig das Beispiel, Lehramtsstudenten, die in den Semesterferien in Kids-Club-Funktion fahren, also da Kinder betreuen, weil sie vorher noch eine pädagogische Ausbildung gemacht haben. Dafür, dass es eben Studenten sind, verdienen die da schon gut. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, man gibt ja auch nichts aus an Bord. Das ist ja immer der Deal. Ja. Ist ja also nicht nur Hand für Koje, sondern Kosten und Logis sind frei. Also man ist frei untergebracht, das Essen ist frei. Und abgesehen davon ist so schlecht das Gehalt nicht. Und es ist ganz richtig, wie du ja schon sagtest, es ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, gerade für junge Leute. Und deswegen ist der Altersdurchschnitt an Bord auch wirklich jung. Das ist eben toll, wenn man Kapitän ist oder Nautiker oder Ingenieur. Man ist immer umgeben von jungen Leuten und das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch bis zur Rente nicht ändern, weil eben immer wieder junge Leute nachkommen und das ein junges Arbeitsfeld bleibt. Und das ist eben eine ganz, ganz tolle Sache, ja. Ja, immer. Und diese Leute, die jetzt mal mitfahren, müssen die sich irgendwie verpflichten für längere Zeit oder dass man einfach sagt, gut, wir wollen mal gucken, wir machen eine Fahrt und wenn es gefällt, vielleicht länger oder aber auch wieder zurück. Genau, gibt es keine festen Anstellungszeiten? Naja, also man unterschreibt einen Vertrag über diverse Monate an Bord. Also was man nicht machen kann, oder natürlich kann man das, man ist ja kein Gefängnis, also jeder ist natürlich frei, jederzeit zu gehen, aber was man erstmal tut, ist, man entscheidet sich für eine gewisse Zeit an Bord zu kommen. Da redet man in der Seefahrt oder beziehungsweise bei AIDA über Monate, so. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wo im Hotelbereich gerade so Einstiegszeiten sind. Ich glaube, man kann schon mit 4 Monaten an Bord mit einsteigen. Das ist dann der Arbeitsvertrag, den man unterschreibt. Wie gesagt, natürlich ist jeder frei zu gehen, um Gottes Willen. Man wird da nicht festgehalten. Ja. Aber das ist sozusagen der Deal, den man macht. Ich kann nur sagen, das hört sich immer viel an und ganz viele haben da ganz große, große Angst vor und meistens sind es genau diejenigen, die so lange oder die so ein bisschen Bedenken haben, anfangs so lange wegzubleiben von zu Hause, das sind die bleiben auf Jahre und kommen immer wieder, weil es ihnen so gut gefällt. Denn das Tolle ist ja, und das ist ja auch das ganz Besondere, dass ja jeder an Bord in derselben Situation ist. Also man findet niemanden, der in einer anderen Situation ist. Und das ist etwas, was das eben so eine Schiffsmannschaft ausmacht. Und das ist eben dieses ganz besondere Arbeitsumfeld Schiff. Man vergisst da das, wovor man anfangs vielleicht wirklich Sorge hatte, ob man es durchhält oder nicht. Ja. Ganz selten ist es der Fall, dass junge Leute wegen Heimweh plötzlich nach 3 Wochen oder nach 2 Wochen sagen, nee, ich kann das nicht, ich gehe nach Hause. Also ganz selten habe ich das bisher erlebt. Ja, glaube ich gerne. Aber gibt es auch feste Arbeitszeiten? Oder Genauso wie in der freien Wirtschaft oder... Also nicht ganz vergleichbar, denn es ist eine 7-Tage-Woche. Ne? Also wir arbeiten 7 Tage die Woche. Es gibt keinen Tag frei, gibt es an Bord nicht. Das gilt auch für den Kapitän, das gilt für jeden. Es wird durchgearbeitet, aber natürlich wird auf Ruhezeiten geachtet. Und ich kann nur sagen, dass also gerade im Vergleich zu anderen Reedereien sicherlich das Leben an Bord ein sehr angenehmes ist, würde ich mal so behaupten. Ja. Und das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Und das ist auch das, was AIDA bekommt regelmäßig, dass die Arbeit an Bord wirklich eine sehr zumutbare, nicht nur zumutbare, sondern eine sehr schöne ist. Und wir machen schon sehr viel für die Besatzung. Da lege ich als Kapitän auch größten Wert drauf, habe ich auch als Staffkapitän immer schon Wert drauf gelegt, dass nicht immer nur die Arbeit im Vordergrund steht, sondern für mich ist ganz klar, man kann den Job nur gut machen, wenn er einem auch Spaß macht. Und dazu gehört eben auch, dass man die Möglichkeit bekommt, mal an Land zu gehen, wenn man im Hafen ist. Und das eben nicht nur beruflich, sondern auch mal privat. Das ist ja vollkommen klar. Ja. Gut, wenn wir jetzt schon so weit sind, so viel Werbung hier zu machen, dann kommt das jetzt noch ein bisschen mit Unterkünften. Das ist ja auch mal eine große Frage. Jetzt mal da, sind da vielleicht mit 4 oder 6 Leuten oder gibt es auch kleinere?
Genau, also 4 oder 6 gibt es gar nicht. Also nee. Ich nenne es jetzt mal das Schlimmste, was passieren kann, ja. wenn ich es mal so ausdrücken kann, wobei das auch nicht schlimm ist, ist eine Zwei-Personen-Kabine. Ja. Ja, das ist also die sozusagen unbequemste Einheit an Bord, ja. Mit einer Nasszelle, mit einem kleinen Badezimmer. Ein großer Teil der Besatzung fällt in diese Privilegienkategorie. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es nichts. Also ich nenne es jetzt mal weiter nach unten, gibt es nichts. Also es gibt keine Schlafsäle mit 12 Personen oder sowas. Also. Dann gibt es die nächsthöhere Kategorie. Das wäre dann eine sogenannte Single-Share-Kabine. Das heißt, man hat seine eigene Kabine und man teilt sich noch ein Badezimmer mit einer anderen Einzelkabine. Also. So, ja, das ist dann also die nächste Stufe. Und dann gibt es natürlich, das geht dann einher mit etwas höheren Positionen an Bord und Privilegien an Bord, natürlich die Einzelkabinen. Ja, und da habe ich natürlich auch das. Also Glück. Zweier ist das Größte? Zweierkabine ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Ja, in Anführungsstrichen. Na gut, ob genau, das schlimm ist, ja. Weiß ich nicht. Ja, genau, hängt immer sehr davon ab, wer da der Partner ist oder wer da mitwohnt. Gut, okay. Genau, aber genau, insofern, eins muss ich fairerweise auch noch dazu sagen, es sind nicht fürchterlich große Zweierkabinen. Ja. Ne? Das ist aber klar, denke ich. Das ist zum Schlafen. Aber nicht wie auf dem U-Boot. Ne? So klein ist es auch nicht. Also insofern. Und man teilt sich da auch nur das Bett, wenn man es denn möchte. Ja. Und man legt sich da nicht in die warme Decke von dem Menschen vorher, der die Wache vorher gegangen ist. Also nicht U-Boot-mäßig, sondern man hat da schon seinen eigenen Spind, eine eigene kleine Schreibecke und so weiter. Ah, ja. Okay. Und das machen alle sehr gut mit. Und Besatzung international? International, genau. Jetzt zuletzt auf dem im letzten Einsatz waren es, ich meine, 36 Nationen. 36? Genau. Ja, gut. Naja, gut, okay. Das ist viele Asiaten wahrscheinlich, oder? Genau. Ein ganz großer Teil, natürlich Filipinos, ist ja bekannt. Ja, ist auch bekannt, aus der Frachtfahrt. Philippinische Crew, der allergrößte asiatische Batzen, sage ich mal, die größte Gruppe. Dann viele indische Kollegen und indonesische Kollegen. Myanmar wird aktuell, werden viele Kollegen rekrutiert und Vietnam nicht ganz so viele, aber auch immer mal wieder aus dem asiatischen Bereich. Genau. Aha. Mhm. Kommen wir jetzt noch mal zu der Pandemiezeit, da kommen wir ja nun gar nicht drum rum. Was hast du da machen müssen oder sagen wir einfach mal so? Ja, das war genau für diese Branche natürlich in erster Linie eine ganz schwere Zeit, wie für alle ja. Jeder hat ja die Pandemie auf seine oder ihre Art durchlebt und eine tolle Geschichte oder spannende Geschichte zu erzählen. Ich habe ganz viel geankert, weil diese Schiffe natürlich aufgelegen haben. Ja. Damals noch mit der AIDA Mar, also nochmal das Schiffsmodell, was ich gerade dabei hatte. Mit dem Schiff haben wir aufgelegen vor Teneriffa. Und das monatelang. Als die Pandemie losging, war ich auch gerade auf der AIDA Mar, habe also die letzten Gäste in Hamburg verabschiedet und danach sind wir dann über weite Umwege dann auf die Kanaren gekommen. Da ging es ja für uns in erster Linie darum, die ganze Besatzung, internationale Besatzung, nach Hause zu bekommen. Ja. Das war ja schon schwierig, von Hamburg aus unsere rumänischen Besatzung mit dem Bus nach Hause fahren zu lassen. Das ging alles nicht mehr. Wissen wir ja alle noch, wie chaotisch es am Anfang war und für uns eine riesige Herausforderung, eben die in erster Linie nepalesischen Kollegen, die wir auch an Bord haben. Nach Hause kriegen. Da waren also Kollegen bei, die am Ende des Tages teilweise 15 Monate an Bord waren. Indien hatte damals ja die Grenzen dicht gemacht für Gastarbeiter im Ausland, war also auch sehr, sehr schwierig, die nach Hause zu bekommen. Philippinische Kollegen mussten dann über wildeste Flugrouten, wenn mal Plätze frei waren, in irgendwelchen Sondermaschinen nach Hause gebracht werden. Also es war eine anstrengende Zeit, hat die Firma aber, denke ich, gut hinbekommen. Also auf jeden Fall hört man auch das immer wieder von denjenigen, die jetzt alle wieder da sind, dass sie da sehr dankbar sind, wie sich um sie gekümmert wurde. Und danach, als dann in erster Linie Hotelteil zu Hause war und wirklich die Schiffe runtergefahren waren auf eine operative Besatzung, und dazu gehört eben Deck und Maschine, also diejenigen, die das Schiff instand halten und aufpassen, dass es nicht in Anführungsstrichen auseinanderfällt und auch jederzeit wieder hochgefahren werden kann, wenn es wieder losgeht. Wir waren dann so auf so einem Schiff mit 125 Mann und das ist wenig. Auf einem 250 Meter Schiff mit 125 Mann, das ist gruselig teilweise. Ja. Also ich habe da nicht selten, wenn ich abends mal so durch diese leeren Passagiergänge gegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, also hier, das ist ideal, um Horrorfilm zu drehen. Das ist ja wirklich, alles war runtergedimmt und alles auf Sparflamme natürlich. Ja. Aber gleichzeitig hat man zugesehen, dass dieses Schiff nicht anfängt zu gammeln, dass kein Schimmel entsteht, dass die Wasserleitungen eben nicht von Keimen belegt werden, dass wir regelmäßig da alle Wasserhähne aufmachen. Also man glaubt es nicht. Ich würde das häufig gefragt, was habt ihr denn da eigentlich den ganzen Tag gemacht? Aber wir haben uns da gut beschäftigen können, denn alleine dieses Schiff in einem Zustand zu halten, dass es eben sozusagen auf Knopfdruck, wenn man so möchte, jederzeit innerhalb kürzester Zeit wieder in Fahrt gehen kann. Alleine das erfordert
tägliche Arbeit, ja, die ausgeführt werden muss. Und da sind die Wässerhähne zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Einmal in der Woche, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, 3000 Wasserhähne und Duschhähne, ja, aufmachen, damit, ja, eben keine Legionellen sich bilden, ja, können und was weiß ich. Ist eine stupide Arbeit, ja, aber muss gemacht werden. Und das ist natürlich nur eine der Arbeiten, Maintenance-Arbeiten. Okay. Aber da muss ich sagen, war der Kapitän geht als Letzter von Bord. Das heißt, du bist die ganze Pandemiezeit an Bord gewesen. Ja, ich war zwischendurch dann schon mal zu Hause, aber ich habe das für mich ganz gut getimt. Ich selber habe keine Kinder zu Hause, das, ja, muss man dazu sagen. Viele Kollegen waren natürlich in der Situation, dass sie eine Familie zu Hause hatten, die dann die ganz normalen, ja, Herausforderungen dann eben auch noch zu Hause hatten, die Familien über, ja, mit klarkommen mussten. Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten, Lockdown zu Hause. Für die war es natürlich sehr, sehr schwer, dann gleichzeitig an Bord zu bleiben. Ich war in der Lage, dass ich das gut machen konnte, längere Zeit an Bord zu bleiben. Ich habe da auch vielen Kollegen gerne den Rücken freigehalten, ja, die dann lieber bei ihren Familien zu Hause waren. Insofern habe ich das immer freiwillig gemacht, ganz klar. Aber ja, ich war lange Zeit an Bord. Ich habe das dann aber immer ganz gut geteilt mit den Lockdowns in Deutschland. Im Winter lag ich in der Sonne vor Teneriffa. Also insofern, das hat immer ganz gut gepasst. Und ich habe das ganz gut hingekriegt, dass ich im Sommer, wenn es dann so einigermaßen ging in Deutschland, ja, und Europa, dass ich dann zu Hause war. Also ich persönlich bin ganz gut durch die Zeit gut durchgekommen. Ja. Na gut, wenn du an Bord warst, hast du dann Swimmingpool für dich alleine gehabt. Mehr oder weniger. Dazu sage ich jetzt hier offiziell nichts. Na gut, Moritz, prima. Du hast uns ja schöne Sachen erzählt jetzt. Ja. Was gerade so ein Kapitän und was du natürlich alles machen musst und was so die Kollegen machen muss und was ihr natürlich auch für Personal braucht. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt so ein bisschen angestoßen worden von unseren Zuschauern. Weiß man alles nicht. Ja, wäre toll. Wenn wir mal schauen. Was müssen Sie machen? Müssen Sie sich melden in Rostock oder wo? Ja, also vieles läuft übers Internet. Wenn man also an dem Hotel- oder Gäste-Service-Bereich, also alles, was AIDA am Gast ist, Kids Club hatte ich ja angesprochen, ja, oder klassische Hotelarbeit oder auch Küche. Wenn man da Interesse hat, ist das Beste, sich über die AIDA-Homepage, AIDA.de, zu informieren. Da gibt es eine Rubrik Careers und da lässt sich eine Bewerbung online hochladen, aber da sind auch Kontaktformulare hinterlegt. Das ist der einfachste Weg, auf dem wird rekrutiert. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwo verloren geht, sondern das ist wirklich auch der bevorzugte Weg der Firma. Ja. Okay. Und jeder, der, sagen wir mal, operativ, also als Nautiker oder im technischen Bereich sich was vorstellen könnte, nachdem er hier so ein bisschen Einblick erhalten hat, kann sich gerne an Carnival Maritime in Hamburg wenden. Das sind die Ansprechpartner. Carnival Maritime in Hamburg für alles Operative und alles, was Guest Service und AIDA, klassisch AIDA Hotelbetrieb ist, Gästebetrieb wäre in Rostock AIDA bzw. AIDA.de. Ja. Okay, wunderbar, genau. Prima. Haben wir schöne Werbung gemacht. Ja, vielen Dank dafür. War gar nicht so geplant. Ja, gut, weil es auch interessant ist oder interessant sein könnte für den einen oder anderen in der heutigen Zeit. Ne? Ja. Moritz, Frage noch. Hast du ein Hobby? Ich meine, wenn du auf dem Schiff bist, und kann man natürlich eigentlich kein Hobby ausüben. Nicht? Oder gibt es, wenn du dann an Land bist, hast du da irgendwie ein Hobby, wo du sagst, und jetzt muss ich mal etwas anderes tun? Genau, habe ich tatsächlich. Ich habe schon früh angefangen mit dem Segeln. Ich habe hier zu den kleinen Optimisten-Seglern in Kiel gehört damals, als ich so 8 Jahre alt war. Bei der Marine Jungkieler Förde habe ich damals angefangen, war hier einer von den kleinen Nussschalen vor der Collerline hin und her gefahren. Meine Eltern haben sich mal weggedreht, speziell meine Mutter, wenn die Collerline kam. Also damit fing es damals an mit dem Wassersport. Und mittlerweile ist es nicht mehr so sehr das Segeln, obwohl ich das sicherlich noch kann. Ich hatte auch eine Zeit lang mal ein ganz kleines Boot. Ich bin aber übergegangen zum Surfen, Windsurfen erst. Jetzt ist es das Kitesurfen, wie man das häufig hört. Und was mache ich in meinem Urlaub? Ich fahre mit meinem Bus gerne weit weg, auch nach wie vor, auch wenn ich beruflich schon immer weit weg bin. Aber ich bin gerne in Spanien, in Südspanien, in Portugal, eben zum Kitesurfen, habe so einen kleinen Camper. Mit dem Auto? Und, genau, mit meinem kleinen Camper, mit meinem Wohnmobil verbringe da gerne meine Urlaube im Sommer. Ja. Wenn ich im Winter mal Urlaub haben sollte, jetzt zum Beispiel war ich gerade im November auf den Philippinen, habe nach all den Jahren in der Seefahrt endlich mal mein Versprechen wahrgemacht, mir die Philippinen anzuschauen, denn dort wurde man ja nun schon über Jahre immer wieder eingeladen. Ja. War ganz toll, 6 Wochen war ich dort mit dem Rucksack unterwegs. Also ich reise auch gerne in meiner Privatzeit, aber Kreuzfahrten mache ich selten. Sehr schön, das glaube ich dir gerne. Genau. Eine habe ich noch. Gerne. Viel erlebt, viel gesehen. Gibt es ein Highlight? Ja, also ich habe natürlich ganz viel zu erzählen aus den ganzen Jahren, das ist ganz klar. Highlight, ja, also eine Geschichte erzähle ich immer ganz, ganz gerne. Das war 2015, auch eine Geschichte zu AIDA-Zeiten mit der AIDA Bella. Ja. Und zwar haben wir da in der Karibik waren wir unterwegs und haben da südlich von Haiti
auf einen Seetag. Da waren wir auf dem Weg von Santo Domingo aus der Dominikanischen Republik in Richtung Jamaika, in Richtung Ocho Rios, lag ein Seetag zwischen. Und da haben wir ein kleines Fischerboot gesehen auf offener See, das also direkt vor uns trieb. Und Gott sei Dank wurde da aufmerksam aufs Fenster geschaut. Im Radarbild war es nicht zu sehen, aber wir haben es dann durchs Fernglas gesehen und haben dort im Endeffekt zwei Schiffbrüchige aufgenommen, zwei Haitianer, Fischerleute. Ja. Und hatten uns das dann eigentlich so vorgestellt, okay, wir nehmen das Boot mit, haben das hinten angebunden. Auch das ist nicht ganz üblich. Glaubt mir auch nicht jeder Seemann, aber wir sind dann wirklich wie mit so einem abgeschleppten Auto hinten ans Kreuzfahrtschiff rangebunden, so ein kleines 10 Meter Holzboot mit der Leine. Das hat auch gehalten und dann sind wir nach Ocho Rios gefahren und eigentlich war so die Idee, vom damaligen Kapitän, da war ich selber ja noch nicht Kapitän, da war ich ja zweiter Offizier, war die Idee, gut, die geben wir jetzt im nächsten Hafen ab und dann fliegen sie von da nach Hause. Das hat sich aber wahnsinnig kompliziert gestaltet. Es sind natürlich politische Gefüge dort in der Region überhaupt nicht vergleichbar mit der EU oder sonst irgendwas. Also im Endeffekt wollte die niemand haben. Und im Endeffekt sind die beiden dann 14 Tage haben die komplette Kreuzfahrt mitgemacht durch die Karibik. Gut, sie durften nirgendwo an Land, aber ja, sie waren untergebracht oben auf Deck 11 in der Nähe von meiner Kapitänskabine, haben sich da wunderbar eingelebt, durften irgendwann auch auf dem Kapitänsbalkon, gehörten dann irgendwie so mit dazu. Und die haben wir dann auf dem Rückweg bzw. zu Beginn der nächsten Reise an der Stelle ungefähr, jedenfalls dichter an der Küste dran, haben wir sie dann mit repariertem Schiff und repariertem Außenborder wieder abgesetzt. Und sie sind dann voll ausgestattet in AIDA-Klamotten und mit einem riesen Batzen Geld, was über die Passagiere gesammelt und gespendet wurde, sind sie dann zurück zur Küste gefahren. Das war eine ganz tolle Situation, ganz tolle Geschichte, wie das gelaufen ist. Und Wahnsinn. Die kann ich mir vorstellen, ich hoffe, es geht ihnen gut, aber ich kann mir vorstellen, dass sie davon auch heute noch erzählen. Ja, ja, das ist eine tolle Sache. Genau. Wunderbare Geschichte. Ja. Genau. Moritz, für dich alles, alles Gute weiterhin. Vor allem bleib gesund. Dankeschön. Und mach noch wunderschöne Fahrten und vor allem genieße es alles. Und wie lange würdest du das machen? Auch so bis 70. Ja, keine Idee, mal irgendwas anderes zu machen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt bin ich erstmal. Genau, jetzt bin ich erstmal in der Position angekommen. Das ist auch gut so und ich fühle mich da sehr wohl. Und jetzt fahre ich erstmal noch ein bisschen weiter um die Welt. Ich war noch nie in Australien. Das muss also noch passieren, bevor ich überhaupt über irgendwas anderes nachdenke. Okay. Also insofern. Alles klar. Prima. Ja. Herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Nochmal für dich alles, alles Gute. Dankeschön, Gerd. Vielen Dank. Gerne. So, meine Damen und Herren, interessante Geschäfte von Kapitän jetzt und dann auch noch AIDA, das war natürlich eine tolle Sache. In der nächsten Woche haben wir einen Feuerwehrmann und zwar haben wir dann Thomas Hinz, heißt der Herr, und das ist der Amtsleiter der Kieler Feuerwehr. Der hat natürlich ein bisschen was anderes zu erzählen als jetzt hier, der Moritz, aber das wird sicherlich auch interessant. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind und sag bis dahin tschüss, schönen Abend noch und machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie weiterhin gesund. Danke, tschüss.